Orega, Orendi, On Demand, Giant, da! Willkommen zurück zu The Binding of Isaac, liebe Freunde. Und bevor ich anfange, wollte ich nochmal kurz sagen, dass ich natürlich heute wieder ein paar Runs privat gemacht habe. Muss mal kurz das Kabel hier richten. Und beim letzten Run, den ich heute gemacht habe, was vor ungefähr einer Stunde oder so war, habe ich tatsächlich hinbekommen, Guppy zu werden. Und ich war quasi auf 0 Red Hearts, 0 Soul Hearts und habe mich dann hochgekämpft auf irgendwie, keine Ahnung, 6 Red Hearts und 80 Millionen Soul Hearts. Aufgrund von Habit und Book of Revelations und Blood Donation Machines logischerweise auch. Und ich glaube nicht, dass ich das wiederholen kann heute. Vor allem, wenn ich aufnehme. Welchen Char hatten wir eigentlich in letzter Zeit selten? Gute Frage, nächste Frage. I report. With my hands. Let's do this. Schauen wir mal, was wir hier als hinkriegen. Starten natürlich mit dem Item namens Poop. Oder in Giant Slang kann man das quasi auch übersetzen mit Samson. Denn wirklich einen Unterschied zwischen Poop und Samson gibt es ja eigentlich nicht. Aber gut. Hängt in dem Fall quasi bei alles davon ab, was man natürlich als Item findet. You are not able to have a good run with Able. Und frei nach diesem Motto gibt es mal einen kecken Restart. Minimash genauso wenig. Curse of Darkness, aber mal schauen. SMW Superfan. Gibt uns Red Tears, aber nur kosmetisch. Aber ist zumindest ein Health Up, glaube ich. Und von daher, warum nicht? Ist ein All Stats Up, aber ich glaube, es ist ein Speed Down. Und übrigens, wie gesagt, lasst euch von den Red Tears nicht täuschen. Das ist rein kosmetisch. Also auch wenn ihr jetzt 0 Damage quasi habt, würdet ihr trotzdem Red Tears bekommen von diesem Item. Glutoni! Wenn der von ihm das Item geben, was er droppen kann, nämlich größer 3, das Herz, dann, perfekt. Direkt zwei Herb-Ups, glaube ich, für, also zwei, oh, Balls of Steel Pille in der Rotation, also HP-technisch können wir uns mit diesem Run, Hilfe Grammatik, auf jeden Fall momentan zumindest noch nicht beschweren. Jetzt müssen wir nur noch, keine Ahnung, sowas wie, The Relic und oder Mythre finden. Dann wäre das eigentlich schon perfekt. Aber im Mythre, glaube ich, nochmal ein Stück perfekter wäre. Danke übrigens für die Trollbombe. Aber gut. Und ich hoffe mal nicht auf Feminine als ersten Gegner, denn da kann man definitiv bessere Gegner finden, weil mit dem Cube of Meat, den kann ich auch später nochmal finden. Ich bin übrigens nicht mehr wirklich ein großer Fan vom ausgebauten Meat Boy. Schlechter kann es kaum werden. Cockless Horseman. Ich hasse ihn übrigens. Na, natürlich. Nice gemacht, Junge. Hast du mal schön sprichwörtlich deinen Kopf gerade gerettet. Nee. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall kein Fan mehr von ihm. Kannst mal aufhören da unten jetzt. Reicht langsam mal. Schlimm. Ach, zumindest haben wir quasi sprichwörtlich schon mal ein Herz für gefunden. Was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Nein, ich gehe mal hier auf eine Ebene mit ihm. Auch wenn man ja mit Idioten normalerweise nie auf eine Ebene kommen sollte. Schlagen einen dann in Erfahrung, wenn man so möchte. Aber gut, ich meine... ich sag's einfach mal, weil ich glaube, der Otter schaut hier Binding of Isaac nicht. Ich spiele ja auch gegen den Otter. Von daher kommt's ja fast aufs selber raus. Okay, A Unmanly... Moment. Okay. Gut. Das ist, interessant. Gut. Akzeptieren wir einfach mal die, also, okay. Wahrscheinlich ist es die Manly Version, weil hier werden keine Ponys angezeigt, Binding of Isaac. Also das würde das zumindest erklären, warum ich jetzt hier, warum die, Unmanliness gerade nicht angezeigt wird. Aber ja, wir haben zumindest Flight. Normalerweise würde man jetzt auch diese schwarze Unmännlichkeit hier sehen, aber okay. Wie gesagt, liegt an der Manliness Edition wahrscheinlich, die ich anscheinend mittlerweile jetzt rein per Default schon habe. Dankeschön dafür, Edmund Macmillan übrigens, an dieser Stelle. Und nein, ich spiele übrigens ja nicht mit Spider-Mod, weil, ne, mittlerweile läuft es ja schon seit längerem auf diesem Laptop zumindest wieder, also Binding of Isaac. Nee. Also daran kann es nicht liegen, keine Ahnung, was das jetzt gerade ist. Aber es ist interessant, definitiv. Stars-Karte. Okay. Müssen wir zumindest keinen Key einsetzen. Mr. Mega, warum nicht? Ist ein ganz guter File-Hoster übrigens auch. Mega. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Last. Aha. Sollte uns aber nicht zur Last werden, gerade da wir jetzt eben auch Flight haben. Sieht echt merkwürdig aus. Aha, was haben wir hier?
Bad Gas, naja, schadet keinem. Außer eventuell der Pill Rotation, weil er eine bessere Pille hätte für Platz nehmen können. Aber okay. Ist gebongt. Komm mal rüber hier. Genau. Wunderbar, wenn die Leute auf einen hören. Und ich hoffe ja auf Monstro oder so. Oder Pin, wäre auch okay. Können wir eigentlich Pin one-shotten? Mit dem Item, was er ist, Monstro, ne? Okay. Champion-Version. Ja, ist jetzt auch nicht schwer, aber... Na, kommen wir schon mit klar, denke ich schon. Kommen wir klar hier. Ja, sieht gut aus. Jawoll. Nice. Sehr schön. 5 Bomben haben wir jetzt auch durch Mr. Mega, aber ich glaube gegen Monstro Champion-Version, vor allem wenn nur noch eine übrig ist, müssen wir die jetzt nicht unbedingt opfern. Schauen, was wir hier drin haben. Ja, das wird definitiv aufgenommen natürlich. The Mark, Damage Up ist immer eine Sache, die man mitnehmen sollte, solange man sie sich leisten kann. Shot Speed Up, reines Shot Speed Up vor allem, also out of my face. Und dann gucken wir mal, ob ich hier recht... Oh, Moment, genau, hier haben wir noch einen Tinted Rock. Vielleicht haben wir so einen Small Rock. Leider kein Secret Room. Ja, Key, warum nicht? Normalerweise sind Tinted Rocks eigentlich immer der beste Freund von jedem und vor allem eben als weil man da ja immer die Chance hat. Ha, Book of Belial. Weil man da eben immer die Chance hat, dass man hier eventuell noch. Moment. Soul Hearts bekommt. Wird definitiv nicht mehr angezeigt anscheinend. Merkwürdig. Ihr könnt ja gerne mal Binding of Isaac starten und mal schauen, ob das bei euch genauso ist. Es würde mich zumindest mal interessieren, ob das nur ein Problem ist, was ich jetzt habe, oder ob das wirklich, wie gesagt, die Manliness Edition ist, die ich anscheinend jetzt per Steam irgendwie per DLC bekommen habe. Fände ich gut, zumindest. Wäre ja cool, wenn man anscheinend anstatt so einer Unmündigkeit irgendwie ein Wildschwein machen würde, aber das fliegt ja nicht, das ist ja das Problem. Aber irgendwas anderes, was fliegt und was männlich ist, wäre auf jeden Fall perfekt eigentlich, wenn man das so... Also Edmund Macmillan, falls du, mir den DLC gegeben hast per Steam und falls du Deutsch verstehst, du beginnst auch, dann wäre das eine Idee. Irgendwas männliches, was auf dem man fliegen kann, was dann quasi nur bei meiner Version dann überarbeitet ist. Vielleicht war es die erste Phase. Von wegen hier... Oder die erste Ebene, von wegen, ne? Erstmal komplett invisible machen, dann drauf warten, was der Giant gerne hätte. Weil ich glaube, ich interpretiere zu viel rein und das ist einfach nur ein Bug. Das wird's wohl eher sein. So. Catacombs 1. Ist, glaube ich, nicht der Floor, auf dem wir auch Keeper bekommen können. Das ist ein Speed-Up und das sagt, das ist ein... Moment. Wir können mal schauen, ob es ein Range-Up ist. Okay, wir sind jetzt ungefähr in der Mitte des Raumes. Kamen die jetzt an? Mal gucken. Ah, doch, ist auch ein Ranger. War das klar? Gut. Ich dachte immer, es lügt, aber okay. Es ist ein Speed und ein Ranger, definitiv. Sogar ein ziemlich gutes. Schauen wir hier. Okay. My little unmanliness. Wir haben noch eine Bombe, also würde ich sagen, benutzen wir das mal im Sacrifice Room hier links oben. Normalerweise, wenn man einmal drüber geht, bekommt man ja schon das Item oder die Chest. Ja, außer diesmal. Locked Chest? Nein. Naja, zumindest haben wir die, zumindest haben wir eine weitere Bombe dafür bekommen. Leider haben wir jetzt natürlich den Key mehr oder weniger gewastet, aber es könnte ja sein, dass wir noch einen bekommen. Und falls dem so ist, habe ich noch eine Bombe, um mir 4 Coins zu holen. Falls wir eben noch eine weitere Coin bekommen, können wir dann noch den Shop mal einen Besuch abstatten. Catacombs 1. Dammit. Keinen Schaden genommen. Ich dachte eigentlich schon, der Schaden war schon angerichtet. Ja, was jetzt auch der Fall war. Fehlt nur noch ein Key. Aber bei den Key würde ich, glaube ich, eher in die Library investieren, weil wenn das so weitergeht, dann haben wir die irgendwann, haben wir bald Items da drin, ne? In der Library. Weil eine haben wir ja schon quasi besucht und begattet, wenn man so möchte. Ich hasse Billigkeits. Mach mal keinen Aufriss da jetzt. Das war klar. Shut up. Okay, wir haben einen Key. Das heißt, auf damit in die Library. Schauen wir mal, ob wir die leer kriegen. Das ist natürlich jetzt nicht schlecht. Sinn, okay. Könnte sein, dass wir jetzt einen Horseman bekommen, aber das wäre auch kein Problem, weil ein Cube of Meat, sprich ein Orbital ohne Zucker, wäre auf jeden Fall nicht verkehrt.
Je früher wir das bekommen, desto besser, vor allem bei meinen Dodge-Skills, die gerade nicht vorhanden sind. Ich hätte, glaube ich, nicht erwähnen sollen, dass ich vorher schon gezockt habe. Aber ja, das war vor einer Stunde. Das heißt, ich bin wieder ein bisschen eingerostet, wenn man so möchte. Ja. Kein Risiko eingehen hier. Und wen haben wir? Pestilentium. Lass mal das jetzt ziehen. Zum Glück kein Schaden. Das war nochmal. Kam mir gerade relativ tight vor, relativ eng. Aber wir haben einen guten, dehnbaren Begriff daraus gemacht, auf jeden Fall. Aber mich juckt es gerade, aber juckt mich quasi in dem Kontext nicht. Erstmal müssen wir gucken, dass wir hier einigermaßen safe sind. Und solange er nicht durchtritt und hier 80 von diesen grünen Batzen auf einmal schleudert, das ist übrigens, das ist mir auch recht. Okay, jetzt. Good. Wobei, wenn wir jetzt den Meat Boy fertig kriegen, wäre das da, allein von angesichts dessen, dass wir eben schon SMW Superfan haben, wäre das eigentlich eine gute Idee. Wäre zumindest ein guter Theme Run quasi. So Double SMW oder Super Meat Boy, Double Binding of Isaac, hast du nicht gesehen. Deluxe, Double Edition. So. Caves 2. Heißt, glaube ich, sogar Keeper Time mittlerweile. Oder zumindest sind sie möglich. Moment. Kanpai. Großartig. Ich habe übrigens vor kurzem, weil ich es ja bisher noch nie getrunken habe, mir mal Mountain Dew reingepfiffen, weil ja mittlerweile irgendwie aus irgendeinem Grund alle auf Mountain Dew oder so abfahren oder... Was heißt abfahren? Ich glaube, die waren irgendwie Sponsor von irgendwas auf jeden Fall. Wahrscheinlich MLG-mäßig oder so. Aber holy shit, ist das grauenhaft. Also Mountain Dew ist mit das Schlimmste, was ich, glaube ich, dieses Jahr oder in Verbindung mit diesem Jahr und letztem Jahr getrunken habe. Das ist ja einfach nur noch, das ist ja einfach, also ich meine, Cola ist schon schlimm, was Zuckeranhalt angeht, oder Inhalt angeht, aber Mountain Dew ist ja irgendwie, das fühlt sich an, als ob man reines Karies trinkt. Das ist komplett widerlich, das Zeug. Ah. Und ich gar nicht wissen, wie Doritos dann eben auch noch sind. Das ist wahrscheinlich genauso. Die Show ist übrigens nicht gesponsert, weder von Doritos, noch von 360 No Scope, noch von Mountain Dew, wollte ich nochmal kurz anmerken. So. Okay, dann haben wir schön gekitet. Wunderbar. Aber ja, also falls ihr übrigens, also ich kann es nur sagen, falls ihr Mountain Dew irgendwie noch nicht getrunken habt und ihr denkt mal, ja, okay, probiere ich mal. Nehmt einfach Cola und macht ein paar 3 Esslöffel Zucker rein, dann habt ihr genau dasselbe. Vielleicht noch eine kleine Zitrone, Spritzer Zitrone oder so reinmachen, dann passt's. Habt ihr ungefähr das gleiche Resultat dann. So, können wir jetzt mal down gehen jetzt? Hier, ich hätte gerne meinen Special Drop von dieser... Da! Goldfly. Und der Kollege da in der Mitte ist momentan das kleinste Problem. Habt ihr das gerade gesehen? Das war irgendwie so eine Golden Chest und dann doch nicht. Okay, Kane sei eines der verklopptesten Trinkets in-game, aber da wir noch keins haben, why not? Aktiviert sich, glaube ich, nur, wenn wir einen neuen Floor betreten. Und dann haben wir eine so und so viel prozentige Chance, ziemlich geringe, dass wir eben die ganze Karte sehen. Das ist ein Range-Up, ein pures, und wir haben genügend Range. Von daher müssen wir uns damit eigentlich nicht rumschlagen mit Mom's Heels. Peach Cobbler. Gehen wir mal noch nicht in die Arcade. Müssen noch ein bisschen älter werden, bevor wir da rein können. Aber gut, 16 Coins. Das ist ja eigentlich schon mal auch nicht verkehrt. Vor allem für den Shop. Das wird schwer, wenn wir Mr. Mega. Das heißt, ich hätte gar nicht jetzt rausgehen müssen, um den Blast Radius zu erhöhen. Da wir ihn schon erhöht haben durch Mr. Mega. Okay, Bob's Curse. 5 Poison Bombs. Oder 5 Bomben und jetzt haben sie eben auch noch Poison-Effekt. Okay, hätte ich eigentlich kommen sehen müssen. Moment, so, haben wir kurz angefurzt. Damit man mal genau weiß, was ich von der halte, mein Lieber. Ja. 360 No-Scope Dodge. Dingens. Illuminati, alles klar. Dann auf Richtung Boss, würde ich sagen. Ne? Caves 2, das kann ja rein theoretisch fast alles sein, außer zum Beispiel sowas wie Mask of Infamy, was mir aber auf jeden Fall recht kommt. Ist definitiv gut, dass Bosse wie Mask of Infamy eben auf rein auf Necropolis, was ja eben schwerer ist als Depths, verschoben haben, dass man den eben nicht in normalen Umständen quasi fighten kann, sondern wirklich nur, wenn man Necropolis-Floors hat. Weil Mask of Infamy ist echt... Vor allem, weil er keine Health-Bar hat.
Ich meine, gut, die erste Phase, die geht eigentlich noch, weil man eben das Herz angreifen kann, aber danach... ich hatte einmal gegen ihn gekämpft mit Sacred Heart. Und durch Sacred Heart sind ja die Tiers extrem langsam. Und den mit Sacred Heart zu treffen, ist teilweise auch echt eine Herausforderung. Das kann ich schon mal sagen. Also, Spaß macht das nicht unbedingt. Außer er ist letzten Endes down dann, logischerweise. 25 Coins, das schreit eigentlich geradezu nach Arcade, aber... Schauen wir erstmal, wen wir hier... Ja, doch, sollten wir eigentlich machen, weil wir haben eine Chance auf eine... Platonation Machine, auf eine... Fortune Teller Machine. Und da wir gerade jetzt eben nur 2,5 Soul Hearts haben, könnten wir momentan keinen Deal mit dem Devil eingehen, weil wir einfach zu wenig Soul Hearts haben. Deswegen, falls wir jetzt einen bekommen, bringt er uns nichts. Deswegen sollten wir mal ein bisschen gamblen, würde ich sagen. Wir haben auch genügend Bomben, das heißt, wir können das mal in die Luft sprengen, in der Hoffnung, leider nicht, dass wir eben eventuell auch von der Platination Machine ein halbes Soul Heart bekommen. Oder ein Soul Heart bekommen. Halb ist ja kein Community Remix hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Habe ich dann also so viel Soul Hearts, aber diese scheiß Bilika haben es mir halt dann wieder vermiest, ey. Und meine Unfähigkeit zu dodgen hat dann natürlich auch noch. War da auch noch mit dabei. Okay, da kommt ein bisschen spät, aber okay, ist notiert. Das Game hat es versucht. Zumindest kriegen wir genügend Keys. Wahrscheinlich eine Fliege. Ja. Yep. Das heißt, in die Luft mit dir, mein Lieber. Das Gute ist ja, wir hatten jetzt schon eben Greed im Shop. Das heißt, im nächsten Shop kann er nicht sein, außer es ist ein XL-Floor, was ich natürlich nicht hoffe. Weil das nächste wäre Depths, / Necropolis. Und vor allem Necropolis XL wäre natürlich extrem bärstig. Leider können wir jetzt auch keinen Deal mit dem Devil eingehen, außer wir bekommen die Box vom Boss, was uns quasi ein Pickup von allem gibt. Und ich weiß nicht, ob ein Soul Heart dabei ist oder ob das nur eine Chance ist, aber ich glaube, ein Soul Heart müsste standardmäßig mit dabei sein. Und übrigens hier ein Boss, der uns absolut gar nichts bringt, weil er Little Chat droppt und Little Chat gibt uns ein halbes Soul Heart alle so und so viele Räume. Ich habe undefiniert. Was übrigens auch natürlich das Relic dazu veranlasst, weniger Soul Hearts zu droppen. Und ja, generell ist es sowieso, da wir keine Red Hearts haben, ist es wirklich noch mehr useless mit N als mit irgendeinem anderen Char. Yo! Das ist geil, ne? Das ist geil. Hätte ich gerne beide gehabt, aber bleibt uns leider verwehrt. Hätten die Chance gehabt, Guppy zu werden, aber naja, gut. Steps one. Immerhin kein XL-Floor, immerhin kein Necropolis, das ist ja schon mal was Gutes. Und wir können mal schauen, ob eventuell hier uns die Fortune Teller Machine auch noch irgendwas Gutes bringt. Gehen natürlich runter auf 15. Hätte vielleicht 20 bleiben sollen, weil, ne, hätte auch ein Soul Heart im Shop sein können, aber okay. Soul Heart haben wir immerhin bekommen. Das ist ja auch schon mal was. Das ist schon mal ein Anfang. Das Gute eben ja auch, und eine weitere gute Sache an N ist ja eben, dass er keine Red Hearts hat, von daher kann er keinen Red Heart Damage nehmen, von daher hat er eigentlich immer eine hundertprozentige Devil-Angel-Room-Chance. Und natürlich alle Deals mit dem Devil, ist ja logisch, kosten auch nur 3 Soul Hearts. Das heißt nur, kosten immer 3 Soul Hearts. Das heißt aber auch, dass Judas Tang, glaube ich, gar nichts für N bringt. Wobei mich das mal interessieren würde, was das genau dann bewirkt. Aber ich glaube, das bewirkt wirklich nichts. Weil es kann ja leider nicht passieren, dass ein Deal mit einem Devil ein halbes oder ein Soul Heart kostet. Was schade ist. Aber wäre auch nicht schlecht. Wir sind ja bei Default immer direkt 3. Gut, wir haben wieder 3 Soul Hearts. Das heißt wieder Base Health. Quasi plus minus 0 von Beginn an. Schlagen uns aber immerhin momentan gar nicht mal schlecht, vor allem wenn man eben die Leistung bei den Bilikern vorher nochmal mit einberechnet. Haben wir uns nochmal gut hochgekämpft. Und wir können auf jeden Fall nochmal einmal uns an der Fortune Teller Machine bedienen. Weil wir haben ja 16 und wir brauchen nur 15 für das Item, was im Shop ist. Und ich habe ja schon gesagt, ich werde eine Weile lang erstmal die Candle nicht mitnehmen, weil wir die mittlerweile so oft gesehen haben. Wobei, als M, ich glaube, da kann man es mir eventuell verzeihen. Als M und als Samson.
Weil, ne, mit denen... Und vor allem für Samson bringt's ja auch noch... Also, ne, bei M ist es ja so, ich kann nicht dodgen. Und dodgen ist als M verdammt wichtig. Weil man eben keine Red Hearts auffüllen kann. Und als Samson braucht man sowieso jeden Ast, an dem man sich klammern kann. Und abgesehen davon bringt's eben auch was für Bloody Lust. Leider interessiert mich die Ladder momentan zumindest nicht wirklich. Suck it! Dann zumindest hier links. Ja, ein Tinted Rock. Natürlich werde ich mich daran vergreifen, das ist ja ganz klar. So. Schau, yay! Das war definitiv worth it. Da könnt ihr mal sagen, was ihr wollt, aber ich glaube ich... Ja doch. Ich nehme mal die Ladder mit. Weil ich bin definitiv ein Fan von der Ladder. Flight ist logischerweise besser, ganz klar. Aber trotzdem, Ladder, wenn man eben gerade auch so Räume mit Masken oder sowas hat, dann ist die Ladder doch definitiv hilfreich. Bin mal gespannt, weil ich in der WC3 Ladder bin. Okay, leider haben wir von den beiden Coins nichts bekommen. Also ja auch nichts Neues, dass man da mal absolut gar nichts bekommt. Nee. Ist nicht das erste Mal, ne? Nee. Nee. Thanks for being so open. Ich dachte eigentlich, ich hätte schon geprüft, aber anscheinend nicht. Okay, das sind nochmal ein paar Plays an der... Ich will mal Blood Donation Machine sagen, an der Fortune Teller Machine natürlich. Na, ich hätte vielleicht hier unten mich aufhalten sollen, damit der grüne Klotz hier das Ding da unten die Truhe aufsprengt. Ich nehme mal das hier. Weil der Raum ist mir gerade... Oh Gott, nicht ganz koscher. Aus offensichtlichen Gründen gerade. Solche Räume sehe ich aber auch extrem selten, muss ich sagen. Oder ich realisiere sie nicht mehr. Ah, das war schon ziemlich berstig gerade. Vor allem habe ich so das Gefühl, ich spiele als irgendwie viel vorsichtiger als mit jedem anderen Char. Was einfach daran liegt, dass man eben, wie gesagt, nur Soul Hearts hat, die man ja nicht auffüllen kann wie Red Hearts. Deswegen, wie angesprochen, ist eben das Dodgen nochmal um einiges wichtiger. Dodgen wir mal so hier, richtig Pro-mäßig. Als ob man das gerade... Ich habe gerade tatsächlich vergessen, dass ich die Ladder hatte. Das passiert mir bei Flight auch immer in den ersten paar Räumen, dass ich es vergesse, weil man das so selten irgendwie hat. Ah ja, das ist das Schlimme übrigens, wenn man Mr. Mega oder irgendeine Bombenart irgendwie aufgenommen hat. Dann weiß man eben, dass wirklich diese Items in der im Itempool sind und dann auch mehrmals vor allem. Aber gut, Bomben sind ja nicht verkehrt. Aber trotzdem blockiert das quasi Spawns für eventuell Polyphemus oder was anderes Geiles. Und ich glaube, SMW Superfan ist ein Special-Item sogar. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein weiteres Special-Item haben, ist auf jeden Fall geringer. Das könnte vielleicht jetzt viele schockieren, deswegen lassen wir das erstmal sacken. Okay, nehmen wir mal hier das hier für. Zum Glück sind es keine, die ziemlich schnell auf uns zuchargen, sondern die langsamere Variante. Die man natürlich auch mal gut auf die Spikes locken kann. Wenn auch nur für einen kurzen Moment, aber hat auf jeden Fall Wirkung hinterlassen. Das ist ja der Hauptgrund. Alles klar, wunderbar. Nächster Fight wäre natürlich der Mom-Fight. Das dürfen wir nicht vergessen. Range up, okay. Haben wir zwar schon genügend, nehmen wir zur Kenntnis. Was ist denn mit diesen Horsemen los hier? Leider keinen Charge mehr fürs Book of Belial, weil ich es gerade eben schon eingesetzt hatte. Naja. Schön Schaden genommen, damit man auch mal sieht, wie das aussieht. Nur aus diesem Grund. Moment, das kriegen wir hin, jawohl. Sehr schön. Poison Damage hier für Kollege, aber das ist good for absolutely nothing. Say it again. Devil Room ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, weil wir im letzten Floor schon einen hatten. Aber ich hätte natürlich mischt dagegen, wie der Franzose sagt. Moment. Ah, yes! Devil Room, alles klar. Oh, the Pact. Yep. Definitiv. Wir profitieren ja auch davon, weil es eben zwei Soul Hearts bekommt. Deswegen sind wir nicht runter auf ein halbes Soul Heart, sondern haben eben das noch dafür bekommen. Deswegen, wir haben jetzt eigentlich meine Lieblingskombination. Pact und Mark. Das sind... Also nicht nur geben die eben auch Soul Hearts. Ich glaube, Mark war ein Soul Heart, Pact waren zwei Soul Hearts. Sondern geben eben auch noch ein Damage ab. Das heißt, man bezahlt quasi nicht so viel wie alle anderen Chars mit für Pact. Hm.
Nehmen wir mal Crystal Ball mit. Wir haben zumindest die Chance, dass wir jetzt hier von diesem Item mehrmals ein Soul Heart bekommen. Oder eine Tarotkarte kann es natürlich auch sein, aber eben auch vornehmlich Soul Hearts. Und natürlich revealed es die ganze Map, außer am Curse of Darkness. Von daher ist es eigentlich ein ziemlich geiles Item. Das kann mir allerdings hier erstmal gestohlen bleiben. Ja, natürlich, diese verschlossenen Dinger, das habe ich ja schon mal erwähnt, die können Soul Hearts enthalten, aber wir haben nicht genügend Keys dafür, um das jetzt gerade nochmal auszuprobieren. Deswegen lassen wir es erstmal dabei. Kannst du nochmal chargen? Das wäre gerade ziemlich gut. Jawohl. Nice. Den Key spare ich mir erstmal auf natürlich. Oder. Nee. Nachher bekommen wir. Da werde ich quasi zum Motorrad hier. Nee. Wir brauchen erstmal genügend Coins. Und nachher bekommen wir keine weiteren 5 oder jetzt 4 Coins und. Dann ärgere ich mich, weil irgendwas Gutes da drin war. Wir sind kurz davor. Und ich hoffe, es wird noch ein bisschen mehr. Und das Game teast mich nicht nur jetzt mit den 14 Coins. Ah Gott, wie gerne hätte ich jetzt für so einen Raum übrigens Skatole, ne? Das wäre eine reine Wohltat. Okay, haben wir. Übersicht wieder wie eine Bergspitz. Also, schlecht. Ich glaube, Bergspitz hat sogar eine ziemlich gute Übersicht. Davon mal abgesehen. Okay. Oh, suck it! Diese blöde Spinne, da habe ich ein bisschen Kill gemacht eben auch. Das ist genau wie dieser Raum vorhin mit den drei roten Bloatflies und den beiden Gazern. Waren es beide Gazer? Ich glaube, einer war ein Gazer, der andere ein normaler, der ein bisschen langsamer unterwegs ist. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Blastocyst Wannabes sind natürlich kein Problem. Noch ein Raum müssen wir clearen für einen weiteren Charge für den Crystal Ball. Bleibt mir mal ein bisschen fern, Jungs. Gefällt mir gerade nicht, was ihr mir gerade hier zeigen wollt. Das können wir allerdings gerne offscreen clearen, aber jetzt nicht gerade jetzt hier. Mein Gott, Slowdowns. Machen wir mal das Ganze hier ein bisschen so. Und so. Jawohl. Schon mal sehr gut. Ja doch, also wenn wir wirklich draufhalten auf die Kollegen und wenn die nicht irgendwie ihre Cockblock-Fliegen da rausholen, dann haben wir das sogar relativ safe. Also wir können die relativ schnell killen eigentlich sogar. Und wir haben auch wieder eine Arcade auf dem Floor. Was mir natürlich nur recht kommt, waren wir schon... Moment. Ich schau mal, ob ich hier irgendwie Explosionsspuren sehe. Wenn ja, dann waren wir definitiv schon im Secret Room. Wenn nicht, dann schauen wir mal eben kurz nach. Sieht nicht so aus. Von daher gucken wir mal. Da müssten ja eigentlich Coins drin sein. Oder die Raw Liver, die ich schon seit 8 Jahren nicht mehr gesehen habe. Hm. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir ja was. Irgendwas, was glänzt. Gehen wir mal auf 10 runter. Ah, nee, komm. Er braucht schon einen Shop. Ich gehe mal runter auf 5, weil es könnte ja sein, dass im Shop eventuell ein Soul Heart ist, was wir uns dann für 5 Coins holen können. Egal, was da für ein 15 Cent Item ist. Ich meine, weder Compass noch Treasure Map würde uns irgendwas bringen, weil wir ja eben die Crystal Ball haben. Der Swagen können wir uns eigentlich schon mal gut leisten, wie ich finde. Was haben wir denn hier? Hm, perfekt. Mit Ansage. Wir sind runter auf 0 Coins, aber das kann sich auch noch ändern. Vor allem Steam Sale war ja gerade hier das 15 Cent Item. Von daher tut mir das auf jeden Fall nicht weh, Steam Sale liegen zu lassen. Wobei man Steam Sales übrigens generell eigentlich immer annehmen sollte. Ist immer eine gute Idee. Good. Alles klar. Alles. Na komm. Wollte eigentlich jetzt, dass die beide hier in eine Richtung das Ganze abfeuern, aber okay. Hier müssen wir auch keine Keys für einsetzen, was natürlich wunderbar ist. Schlimmstes Item oder schlimmstes Trinket. Als Also stimmt, wir haben ja keine Sense mehr. Ganz vergessen. Gut. Sehr schön mitgearbeitet, Jungs. Bin stolz auf euch. Oder zumindest auf den Kollegen hier rechts. Fast. Er ist gut im Dodgen, auch wenn das nicht geplant ist, glaube ich, von der Bloatfly, aber das war nicht schlecht. A for Efforts. So, Kane's Eye brauchen wir nicht mehr, nehmen wir mal Matchstick.
I'm gonna match stick. What? What? Machen wir das mal so. Haben direkt mal 2 Schaden genommen. Das ist sehr gut. Ah, suck it. Natürlich mit dem Matchstick haben wir eine größere Chance, nach einem Raum Bomben zu finden. Was, also Bomben sind normalerweise eigentlich nicht unser Problem. Da haben wir eigentlich genügend. Aber zumindest besser als Kane's Eye. Weil Kane's Eye uns, wie gesagt, absolut gar nichts eigentlich bringt. Vor allem, da wir eben auch den Crystal Ball natürlich haben. Das kommt ja auch nochmal mit dazu. Dead Bird, warum nicht? Der Vogel auf gut Deutsch. Und ich habe ja selber einen, von daher passt das wunderbar. Okay, wenn wir jetzt noch einen Fighting Room bekommen, das werde ich mal kurz in die Luft sprengen, dann haben wir einen weiteren Charge, nach dem Bossfight einen weiteren Charge für den Crystal Ball natürlich ready. Und dann ist die Frage, ob ich den im Boss Room einsetze, falls wir... Ne, Moment, das ist Steps 2, glaube ich, ne? Ja, Steps 2, genau. Das, ich wollte gerade sagen, weil dann wäre es die Frage, ob ich nochmal es riskiere, nochmal Crystal Ball einzusetzen im Boss Room, um eventuell nochmal ein weiteres Soul Heart zu bekommen, weil es könnte ja sein, dass noch irgendwas im... im Angebot ist im Devil Room, was mir noch smetten könnte. Um dann eben noch einen Soul Heart zu bekommen. Oder eben nicht. Aber da es ja sowieso der Marmfight ist. Und ich keine Möglichkeit habe, mich rauszuporten, weil wir keine Teleportationspille oder Tarotkarte, die uns rausteleportieren könnte, gefunden haben. Fällt die Entscheidung da auf jeden Fall leichter. Wir können ja nochmal schauen, wie wir hier haben. Ich wollte sagen, solange es nicht super Wraith ist, ist es mir recht. Das wäre ja gerade extrem unangemessen. Und oder, super Pride, das meinte ich. Ah, perfekt. Nehme ich an. Das Anarchisten-Schwanzbuch brauchen wir natürlich nicht. Credit geht übrigens raus an Brei, weil normalerweise würde ich diese Worte in einem Kontext nie in meinem Mund nehmen. Aber ja, das ist natürlich wieder auf dem Mist vom Brei gewachsen. Wie so vieles. Natürlich. Und vielleicht hätte ich den Charge mal aufbewahren sollen. Ich meine, vielleicht werde ich sowieso full clearen. Womb oder Utero, je nachdem, was wir bekommen. Werden wir sehen. Kommt eben drauf an, ob wir noch eine Library irgendwo haben. Leider wurden die ja momentan immer ersetzt durch Arcades. Die ich vielleicht vorher mal ordentlich mein Geld verspielen soll. Weil ab 5 Coins ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eben eine Arcade bekommen. Aber da wir schon ein paar Libraries leergeräumt haben... Wäre es eben besser gewesen, wenn wir jetzt Libraries bekommen hätten, anstatt Arcades. Okay. Marmfight! Blue Marm... Oh. Das könnte in einen Death münden, weil die ja Kollegen spawnt, die extrem bärstig sind. Also diese schwarzen Spiders, Keeper. Genau das. Und B-Licker. Die ganze Brigade an bekloppter Scheiße, die man sich nur vorstellen kann. Coming to a city near you. Legt, geht kacken, ey, ganz ehrlich. Hab keinen Bock auf euch. Bin grad mega abgeturnt von euch. Ich weiß, ich könnte cheesen, indem ich mich irgendwie quasi direkt neben eine Tür stelle, aber das hat für mich noch nie wirklich so geklappt. Vor allem spawnt sie ja immer Gegner, die auf einen zurennen, zumindest hier im Blue Marm Fight. Deswegen würde mir das nicht so viel bringen. Oh, jetzt komm runter mit deinem verdammten Fuß, ey. Das gibt's doch nicht. Scheiß Keeper. Ah, nervig. Komm, down. Yes. Sehr gut. Und wir kriegen sogar die Box. Das heißt... Eins... Nein! Ein Soul Heart. Direkt ins Trinket reingerannt. Wie eine Sacksau. Bad Gas. Und was haben wir hier? Lass mal sehen. Strength. Ziemlich gut sogar. Ich sage, nehmen wir uns das Polaroid mit. Auch wenn es kein Satan oder kein, Satan, kein Womb Run, immerhin. Auch wenn es kein, Dingens Run ist. Chest, ja. Wie heißt es? Verdammt! Cathedral Chest Run ist. Ist definitiv ein Sheol Run momentan, aber Polaroid bringt uns trotzdem natürlich was als, mehr als mit dem anderen Char, weil wir ja eben, wie schon mehrmals angesprochen, keine Red Hearts haben, somit kontinuierlich Soul Hearts, deswegen haben wir kontinuierlich, wenn wir getroffen werden, aktiviert sich logischerweise das Polaroid, von daher wunderbares Trinket für auch wenn man eben nicht gerade einen Run hat, der eventuell in die Chest oder Cathedral mündet. Mein Gott, ich hab's heute auch da. Jetzt gerade aber auch wieder. Ja. Ja. So, was haben wir hier in der Chest? Ah, brauch ich nicht. Polaroid bringt uns, wie schon angesprochen, natürlich mehr.
Na, das war natürlich eigene Blödheit jetzt. Definitiv. Ja, wir können zumindest hier mit unserem Cube of Meat Damage arbeiten. Und natürlich logischerweise dann auch mit der Polaroid Invincibility. Machen wir nochmal schön dem Bob's Curse hier rein. Willst du nochmal? Willst du nochmal? Ja, natürlich will er nochmal. Sehr schön. Double Monstro Fight ist auch nicht das Schlimmste. Hatten wir ja schon mal gehabt, sogar die Champion-Version. Also da kann mich mittlerweile nichts mehr schrecken, was Monstro angeht. Zumindest nicht in diesem Run. Und wir haben immerhin ziemlich guten Damage-Output in diesem Run. Das muss man auch mal erwähnen. Das ist ja normalerweise das, worüber ich mich bei jedem Run beschwere. Aber wir haben jetzt hier quasi einen Packed Mark Run. Von daher kann ich mich definitiv nicht beschweren, gar keine Frage. So, natürlich gehen wir in die falsche Richtung, aber wir haben eine Library. Immerhin. Immerhin das. So. Gut. Hätten wir noch Money equals Power, wäre es gar nicht mal verkehrt eigentlich. Mit unserer momentanen Ausgangssituation. Weil Geld können wir eigentlich sowieso eigentlich nicht mehr wirklich ausgeben, außer wir bekommen jetzt eben nochmal eine Arcade im nächsten Floor, aber da wäre ich auch lieber für eine Library, um ehrlich zu sein. Wobei wir die, glaube ich, definitiv nicht mehr leer kriegen. Also, dass wir dann Items da drin haben. Ich glaube, da hätten wir jetzt wirklich so gut wie auf jedem Floor. Also, ich habe es einmal geschafft, ohne die D6 eine Library wirklich leer zu kriegen, dass dann eben wirklich Items drin sind. Aber da muss man schon relativ. Man muss schon relativ lucky sein und so gut wie in jedem Floor eigentlich eine Library dann bekommen. Dann ist es möglich, aber ich glaube, momentan ist es zu spät. Leider. Was definitiv schade ist. Weil ich hätte auf jeden Fall Bock gehabt darauf, nochmal ein paar mehr Items zu bekommen in der Library. Aber naja, man kann und nicht alles haben, wie es so schön heißt, ne? Genau. Sachen. Okay, da können wir mit dem Cube of Meat immerhin wieder arbeiten. Kein Problem. Book of Shadows gar nicht mal verkehrt eigentlich. Vor allem in Kombination mit Polaroid Invincibility. Ist so ähnlich wie Nightstalker Ultimate. Für alle Dota-Fans, so beginnt es hier. Die wissen auf jeden Fall Bescheid. Für die, die es wissen wollen, Nightstalker, ne, ist ja stärker bei Nacht. Und wenn man eben das bei Nacht einsetzt, die Ultimate, dann macht er eben, dass es Nacht ist. Und dann ist es noch länger Nacht als sowieso schon. Wovon man natürlich profitiert. Deswegen gerade hier die doppelte Invincibility quasi dann bei... in Verbindung mit dem Polaroid. Wenn ihr mir jetzt gerade folgen konnte, dann auf jeden Fall Respekt. Weil ich glaube, ich hätte mir gerade nicht folgen können. Suck it! Conquest ist wirklich einer der absolut schlimmsten Horsemen von allen. Zusammen mit dem Hessen Atlas Horseman ist er definitiv ungefähr auf einer Gedankenlänge, glaube ich. Sind beide zum Kotzen. Gut. Solange er seinen Drogen des Sky-Angriff nicht macht, komme ich sogar einigermaßen mit ihm klar. Wie man gerade hier auch eindeutig sieht. Man muss, glaube ich, nur eben direkt diagonal zu ihm stehen, damit er eben charged. Zumindest haben wir jetzt auch hier unseren Dead Bird, der hier auch noch mit ordentlich mit angreift. Ich hab dich so absolut nicht lieb. Wird uns das hier... Okay. Die Unmännlichkeiten werden uns nicht mehr angezeigt. Wollte ich nur mal kurz anmerken. So. Da machen wir uns ab. Und bereiten uns darauf, down zu gehen. Denn nur noch ein Hit und wir sind down. Das war's dann quasi. Aber dazu wollen wir es ja nicht kommen lassen, wobei wir gerade ziemlich nah dran waren. Okay. Nur noch hier ein paar Fliegen, dann haben wir den Charge wieder ready für den Crystal Ball. Shit. Hätte jetzt Hero Fund sein können, war es aber leider nicht. Wir haben zumindest Emperor und damit kommen wir direkt zum Boss. Schauen wir mal. Ich bin schon lange nicht mehr an It Lives Down gegangen in einem LP, deswegen, oder in einem Run hier, den ich aufgenommen habe. Von daher wäre das ja auch gar nicht mal so verkehrt. Also müssen wir noch Strength. Nehmen wir uns also der Nachteil an Strength ist, wenn man zwar permanent einen Soul hat, allerdings, wenn wir jetzt einen Health abfinden würden, dann würde das quasi nicht zählen. Also wir werden quasi ein, wir schulden dem Game dann quasi einen Health ab. Das heißt auch jetzt Bolts of Steel würde uns nur einen Soul Heart geben. Weil wir eben noch, wie gesagt, quasi dem Game einen Soul Heart schulden. Das kann uns ja schlecht einen Red Heart Container geben. Mit Strength, weil, ne? Kann ja keine Red Hearts bekommen.
bei dem auch keine Red Heart Container. Von daher muss man das eben irgendwie ausgleichen dann und man bekommt halt ein Soul Heart dafür dann permanentes. Und jetzt wäre ich definitiv schon down. Just for the record. Und ich werde nochmal in die Oh Gott, das war ein Fehler. Ich wollte nochmal in die Arcade gehen gerade, um mir eventuell mir nochmal so eine Dings rauszulacken. Eine Fortune Teller Machine für ein paar Soul Hearts. Aber naja. War definitiv nicht der beste Run, so viel kann man schon mal sagen, aber naja. Hab mein Bestes gegeben quasi. Aber ja. Wie gesagt, ich bin schon lange nicht mehr an einem regulären Gegner vor, glaube ich zumindest, vor Sheol / Cathedral Dawn gegangen. Von daher war es ja mal wieder Zeit dafür. Und ich muss auch sagen, ist in letzter Zeit auch nicht der Char, mit dem ich jetzt wirklich gut klarkomme. Von daher komme ich damit auf jeden Fall klar. Ist kein Problem für mich. Also, ich kann diese Situation akzeptieren, meine ich jetzt in dem Fall. Trotzdem hoffe ich, dass der Run euch heute gefallen hat. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt. Und wenn ihr meine Noobness quasi jetzt kompensieren könnt, im nächsten Run wieder, liebe Freunde.